Nach dem Zerfall des Roten Imperiums erforschen Schliemanns Erben bisher weiße Flecken auf der archäologischen Landkarte jenseits des ehemals eisernen Vorhangs. Überall Spuren des Zweiten Weltkriegs. Letzte Zeichen eines langen Konfliktes zwischen Ost und West. Sie entdecken Tod und Zerstörung aus sehr viel älteren Kriegen, aber auch Hinweise auf das Warum der Kriege. Und inmitten der Zerstörungen und Verwüstungen findet sich der Glanz einst mächtiger Reiche. Das Gold des Ostens. Das Puzzle, das die Wissenschaftler zusammensetzen, führt sie auf die Spur großer Kriegszüge und Schlachten, die einst die Welt veränderten, deren Folgen wir aber heute noch erkennen. Schliemanns Erben begeben sich auf eine Zeitreise zu den Wurzeln östlicher Kulturen. Ein Schlachtfeld. Hier wüteten im Zweiten Weltkrieg Armeen gegeneinander. Aber die sanften Erhebungen, die hier zu erahnen sind, stammen aus Vorzeiten. Einst mächtige Grabhügel, Kurgane genannt, für Tote in voller Kriegsrüstung und reich mit Schmuck behangen. Die Magnetsonde sucht nach Spuren der geheimnisvollen Skythen. Pferdegeschirre, Pfeilspitzen, Schmuck. Renate Rolle, Universitätsprofessorin aus Hamburg, sammelt Beweise für eine alte Überlieferung, die unser Bild von den kriegerischen Reitervölkern des Ostens ändern wird. Aber häufig findet sich zunächst nur dies, Bombensplitter. Die Erde ist übersät mit Kriegsspuren aus den Schlachten mehrerer Jahrtausende. Bombensplitter? Ja. Und immer besteht Gefahr, auf noch scharfe Munition zu treffen. Seit der Zeit der Skythen wurden die Gräber durchwühlt und ausgeraubt. Die Skythen galten als unbesiegbares Volk, das in furchterregenden Scharen zu Pferde mit Pfeil und Bogen aus dem Osten kam und die Zivilisationen des Westens überrannte. Aus der Luft sind die Grabhügel am dunkleren Bewuchs zu erkennen. Aus diesen Gräbern stammt es, das Gold der Skythen. Das Gold hat über die Jahrtausende seinen Wert behalten und seinen Mythos von Beständigkeit, Wohlstand, Glück. Eine Hochzeit im Herzen der Ukraine. Die ausgelassene Gesellschaft fährt, wie es schon immer üblich war, auf diesen hochgelegenen Platz über der Ebene. Von hier aus kann man weit über die Steppe und in die Zukunft sehen. Skythien. Einst das Land sagenumwobener Reiterkrieger, heute seit dem Zerfall des Sowjetimperiums die Ukraine. Hier auf dem Hochplateau über der fruchtbaren Flussebene liegt das kleine Dorf Belsk, inmitten einer gewaltigen, rätselhaften Wallanlage. Zwei große Vorburgen, die West- und die Ostfestung, beherrschen die Ebenen. Eine Landschaft sanfter Hügel und großer Stille, voller Geheimnisse. Ein Rätsel verbirgt sich zwischen den weit geschwungenen Hügeln des Federgrases. Merkwürdige, riesenhafte Wälle. Bauwerke von Menschenhand? Im 5. Jahrhundert vor Christus berichtet Herodot von einem Volk im Norden des Schwarzen Meeres, das auf Pferden und in Wohnwagen lebe und dennoch eine gewaltige Stadt gebaut habe, Gelonos genannt. Diese Stadt befände sich im Lande der Budinen. Das ist ein unmittelbarer Nachbarstamm der Skythen. Und bewohnt würde sie von den Gelonen. Und diese Gelonen würden sich sehr unterscheiden von ihrer Umgebung. Sie hätten eine große Stadt gebaut mit 30 Stadien hölzernen Mauern. In der Stadt gäbe es eine große Zahl von Altären. Man würde sich dort dionysischen hingeben. Die Skythen, ungezähmte, todbringende, berittene Horden, schreckliche Bedrohung für die zivilisierten Städte der Antike. Sie sollen diese gewaltige Stadtanlage gebaut haben? Zum ersten Mal ist es möglich, die unvorstellbare Größe der Festungsanlage vom Hubschrauber aus wenigstens zu erahnen. An der Westfestung erhebt sich der Wall 8 Meter hoch. Eine 7 Meter hohe Holzkonstruktion krönte den Erdwall.
Mit 33 Kilometer Länge um eine Fläche von 4000 Hektar muss es eines der größten Bauwerke der Zeit gewesen sein. Herodots Bericht ist kein Mythos. Boris Schramko, Archäologe aus Charkow, vertraute der Überlieferung und meinte, in Belsk die Stadt Gelonos gefunden zu haben. Die deutschen Archäologen wollen es nun beweisen. Unvorstellbare Mengen von Erde und Holz müssen bewegt worden sein. Von wem und wofür? Renate Rolle und ihr Mann Wilhelm Herz auf Kontrollgang im Auftrag der ukrainischen Bezirksregierung. Große Teile der Wallanlage sind von Landwirtschaft und Bauvorhaben der Kolchosen bedroht. An manchen Stellen hat der nachgewachsene Wald die Anlage überwuchert. Zum Glück, denn dort blieb sie gut erhalten. Aber zu Zeiten von Gelonos fiel die Waldsteppe den gewaltigen Baumaßnahmen zum Opfer. Allein für die Palisadenbefestigung wurden Unmengen von Bäumen gefällt. Vor 2500 Jahren schufen Menschen dieses gewaltige Bollwerk, um für den Krieg gerüstet zu sein, und verwandelten blühende Landschaften in öde Landstriche, ideale Schlachtfelder. Deutlich sichtbar die Spuren anderer Schlachten. Die Wälle wurden durchwühlt auf der Suche nach dem goldenen Pferd, das der Sage nach im Wall vergraben sein soll. Und im 16., 17. Jahrhundert zerstörten Kosaken die Wälle, um aus der Schwarzerde Salpeter für Schießpulver zu gewinnen. Zurück ins Lager. Die ukrainischen Kollegen haben das Abendessen vorbereitet. Die Samen für Tomaten und andere Gemüse stammen aus Deutschland. Die Archäologen als Entwicklungshelfer. Jahre der Verarmung haben die Ukraine ausgemergelt. Die Versorgung des Forscherteams ist ein Problem. Ein Trost, es gibt ja noch Wodka. Jahr aus, Jahr ein zogen die Skythen mit ihrem Vieh durch die endlosen Weiten der mittelasiatischen Steppen. An der Nahtstelle zwischen Ost und West, zwischen Wildnis und Zivilisation, lebten sie auch von weitgespanntem Handel rund ums Schwarze Meer. Zwischen den Kulturen erfuhren sie Beweglichkeit und Toleranz und gaben dieses Lebensgefühl, so Herodot, weiter. Das Archäologenteam auf dem Weg zu einer Notgrabung innerhalb der Wallanlage. So, das ist also die Reste der Ausgrabung. Nur in der kurzen Zeit zwischen Ernte und Pflügen haben die Archäologen Gelegenheit, einige der zerpflügten Grabhügel zu untersuchen. Dabei wird die obere Schicht mit einem Bulldozer abgetragen. Die archäologische Untersuchung mit großer Eile durchgeführt. Die Bedürfnisse der Landwirtschaft gehen vor. Fast jedes Grab ist schon mehrmals ausgeraubt worden, denn die Skythen waren berühmt für ihr Gold. Kostbare Kleidung, Waffen, Geschmeide aus purem Gold gaben sie ihren Toten mit. Das lockte die Grabräuber tausende von Jahren. Bis heute. Schatz. Der Raubgräbergang wird freigelegt. Er glaubt, dass die Grabräuber schon in skythischer Zeit eingedrungen sind. Diese Räuber lebten gefährlich, denn es war nicht einfach, in die großen Kurgane einzudringen. Immer bestand die Gefahr, dass die Gänge einstürzten. Darum finden sich in diesen Schächten oft kostbare Funde, allerdings nicht selten zusammen mit Gebeinen. Skythengold, von den Raubgräbern übersehen. Es ermöglicht die Datierung dieses Grabes, berichtet aber auch von den Menschen, ihren Wünschen, ihren Träumen. Im Lager werden die neuen Entdeckungen ausgewertet. Die Informationen, die sie übermitteln, sind wichtiger als der Wert der Edelmetalle. Die Erde um Belsk birgt eine Fülle von Fundstücken. Schwerter, Schmuck, aus Griechenland importierte Keramik. Und auffallend,
immer wieder Hinweise auf Pferde und dreiflügelige Pfeilspitzen von erstaunlicher Perfektion. Die Waffe der Reiterkrieger. Das Pferd spielte eine so überragende Rolle, dass die besten Pferde samt Pflegepersonal und Stallmeister den Skythen ins Grab gegeben wurden. Diese Schale aus einem Fürstengrab lässt noch etwas von der hohen Kultur der Steppenvölker erahnen. Das versunkene Skythenreich lebt in diesen Kunstwerken weiter. Die Stutenmelker werden mit großer Zuneigung und Detailfreude dargestellt. Die Gesichter scheinen vertraut. Und bis zur feinsten Verzierung lernen wir die Pfeil- und Bogenköcher kennen, ihre wichtigste Ausrüstung. Das goldene Pektorale, ein Brustgehänge aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, wurde im Grabhügel einer skythischen Fürstenfamilie gefunden. Die Wissenschaftler staunen vor allem über die Erzählkunst der unbekannten Goldschmiede. Über den üppigen Pflanzenornamenten wird der beschauliche Alltag der Stutenmelker dargestellt. Darunter bedrohliche, mystische Szenen, blutrünstige Greife und Fabeltiere. Für die Skythen gehörte die Grausamkeit der Natur zum Leben. Der Tod gehört zum Leben. Unmittelbar neben der riesigen Wallanlage liegt ein Stück schwarz verbrannter, umgewühlter Erde. Das Gräberfeld Skorobor. Noch um 1900 zählte man hier Hunderte von Kurganen, Pyramiden der Steppe. Um dieses Gräberfeld streiten sich erbittert die Kolchosbauern mit den Archäologen. Die Hügel bestehen aus fruchtbarer Schwarzerde. Die Kolchose will sie auf den Äckern verteilen. Die Archäologen wollen sie erforschen. Denn die Hügel bergen ungestörte Gräber voller Grabbeigaben. Ein Traum für Archäologen. Noch ist das Gräberfeld erhalten. Dank des letzten großen Krieges. Ein Held der Sowjetunion ist hier bestattet. Sein Gedenkstein ist unantastbar. Der Krieger eines modernen Krieges beschützt über seinen Tod hinaus Gelonos, das versunkene Erbe der Skythen. Noch hilft der Schutz des toten Helden, aber inzwischen ist auch sein Imperium untergegangen. Heute wird das Land von Armut und Hoffnungslosigkeit geprägt. Kann es da eine Zukunft für Gelonos geben? Für die Wissenschaft, mehr noch für die Wirtschaft, muss die Rechnung aufgehen. Die ausländischen Archäologen verstehen es als ihre Aufgabe, gegen die lethargische Stimmung im Lande anzukämpfen. Renate Rolle und ihr ukrainischer Kollege Mursin suchen den Dialog mit der Bezirksregierung. Nervosität. Vieles steht auf dem Spiel. Um Gelonos zu erhalten, wäre sanfter Tourismus vielleicht eine Lösung. Die landwirtschaftliche Nutzung müsste sich auf schonende Milch- und Weidewirtschaft beschränken, wie einst bei den Reitervölkern. Nikolai Ivanovich Saludniak, genannt der Gouverneur, lässt mit sich reden. In einem verarmten Lande geht die Ökonomie zwar vor, aber die Archäologie fordert ökologische Maßnahmen. Die Botschaften vergangener Zivilisationen müssen entschlüsselt und für zukünftige Fragestellungen bewahrt werden. Es gibt viele schutzbedürftige Objekte in der Ukraine, nicht nur Gelonos. Lokaltermin. Das legendäre Skythien muss als archäologisches und landschaftliches Schutzgebiet erhalten bleiben. So kann die Archäologie dem bedrückten Land Identität und Stolz geben. Die Reitervölker waren, das zeigt die Entdeckung Gelonos, mächtiger als bisher angenommen. Sie waren sogar zivilisierte Städtebauer. Für Westeuropa schienen sie immer die Gefahr aus der Steppe. Aber es gab auch Kriegszüge aus dem Westen, die eine Bedrohung für den Osten waren. Die Kurgane waren ursprünglich von Steinfiguren gekrönt, die über die Geschichte wachten. Nach dem Verschwinden der Skythen wurden sie als heidnische Götzen zerstört. Wer wacht jetzt über Krieg und Frieden in Skythien? Thank you.
Das Auge der Götter wacht nicht nur über den Frieden. Oft scheint es, als sei Krieg für sie unterhaltsamer. In den Schluchten des Pamirgebirges ist wieder oder immer noch Krieg. Grenzen, Religionen, Ideologien waren Gründe für blutige Auseinandersetzungen seit Jahrtausenden. Afghanische Mudschahedin, pakistanische Fundamentalisten, usbekische Freiheitskämpfer, sie gaben ihr Leben in Gebirgsschlachten, lange schon bevor in modernen Feldzügen Panzer und Terror eingesetzt wurden. Während aus den Steppen Asiens die Reiternomaden nach Westen drangen, zog hier, etwa zur selben Zeit, eine Armee aus dem fernen Westen durch das zerklüftete Land, die Armee Alexanders des Großen. Hier, irgendwo in einem abgelegenen Hochtal des Pamirgebirges, soll es direkte Nachkommen der Truppen Alexanders geben. Münzen mit dem löwenhäuptigen Alexander belegen die Existenz eines griechischen Staates, der von seiner westlichen Heimat abgeschottet war. Das schien lange so unglaubhaft, dass die griechische Kunst in Zentralasien sehr viel späteren römischen Einflüssen zugeschrieben wurde. Aber noch lange nach Alexander erhielten sich Gebiete griechischer Kultur mit griechischer Götterverehrung, wie dem Herakleskult in Asien. Typisch für diese Landschaft, durch die Alexander zog, ist die so vergängliche Lehmarchitektur. So finden sich kaum architektonische Nachweise von Alexanders Kriegszügen im goldreichen Baktrien, dem legendären Reich im Gebiet des heutigen Usbekistan. Der heiße Wind in der Surchandaria-Ebene legt die Scherben auf dem Siedlungshügel Jandaulat frei. Solche Hügel, 3 bis 4.000 Jahre alt, bestehen nur aus Zivilisationsmüll. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden deutsche Archäologen nach Usbekistan gerufen. Bei der usbekisch-deutschen Ausgrabung Djarkutan-Tepe fand Dietrich Huff, Architekturhistoriker des Deutschen Archäologischen Instituts, aufregende Neuigkeiten. Unter den Mauern der 4000 Jahre alten, geometrisch angelegten Siedlung entdeckte er große, runde Ecktürme einer Festung, die noch viel älter sein muss. Ein Beweis, dass die Kulturen Baktriens sehr früh schon hoch entwickelt gewesen sein müssen. Sie wurden zwar von Alexander erobert und geprägt, aber beeinflussten auch ihn maßgeblich. Der Einfluss des goldreichen Baktriens auf den Westen, auf das spätere Europa, begann mit der gegenseitigen Toleranz zwischen Eroberern und Eroberten. Baktrien ist ja ein iranisches Reich gewesen, also ein Teilreich mit iranischer Bevölkerung, das seinerzeit von Alexander erobert worden ist. Alexander ist also insgesamt in Baktrien, hat ganz Baktrien durchzogen, ist auch vermutlich durch diese Region gegangen und dann bis nach Sogdien, das ist das nordwestlich angrenzende Gebiet, gekommen, nach Samarkand. Er hat ja sehr viele Städte gegründet und diese Städte bekamen dann eine Garnison, quasi einen Grundstock von griechischen Söldnern oder griechischen Soldaten, die hier geblieben sind, hier geheiratet haben, Familien gegründet haben. Und unter denen oder durch die ist dann dieses sehr interessante baktrische Reich entstanden. Sagenumwobenes Samarkand. Zur Zeit Alexanders war diese Stadt als das stolze, sinnenverwirrende, uneinnehmbare Marakanda berühmt. An der Seidenstraße gelegen, Drehscheibe weitreichenden Handels und Verkehrs. Noch heute scheint Samarkand die goldene Stadt zu sein. Gold. Überall Gold. Gold. Seine Magie lockte aber immer auch Feldherren und Eroberer an. Probe für die 500-Jahr-Feier zu Ehren des großen Staatsmannes und Gelehrten Uleg Bek. In den Gesichtern der Jugendlichen spiegelt sich die Vielfalt all der Kulturen, die sich einst hier vermischten. Auch auf Alexander muss die Magie des Ortes gewirkt haben. Denn in Marakanda wurde aus dem Kriegsherrn ein einfühlsamer Vermittler. Hier nahm er die Sitten der Eroberten an. Inmitten der modernen Stadt, hinter der Gräberstraße Shahr-i-Zinda, liegt ein leeres, verwüstetes Gebiet. Die Ruine Afrasiab.
Wo heute Vieh gehütet wird, war die einstmals gewaltige Zitadelle des alten Marakanda. Die Akropolis, Hügel der Tempel und Paläste der antiken Stadt. Nächsten Morgen besuchen wir die Reste dieser gewaltigen Stadtanlage, die Alexander erobert und wiedererbaut haben soll. Die Akropolis Afrasiab ist trotz extremer Zerstörungen noch von außergewöhnlicher Höhe. Die Ursprünge dieser Befestigungsanlage stammen aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, also aus der Zeit, als die Skythen die Wallanlage von Gelonos erbauten. So erzählt uns Professor Schirinov, Direktor des Usbekischen Archäologischen Instituts Samarkand. Die Mauer war 15 bis 20 Meter hoch und 6 Meter dick. Sie umschloss das antike Stadtgebiet von 200 Hektar. Dieses Zentrum zentralasiatischer Zivilisationen war also nur ein Zwanzigstel so groß wie Gelonos. Der sieggewohnte Makedonier eroberte Marakanda erst beim zweiten Versuch, zerstörte es im Zorn und errichtete das neue Samarkand. Noch ist der Verteidigungsgraben am Fuße der Stadtbefestigung zu erkennen. Die Höhe und Größe der Stadtmauer ist auch nach 2.500 Jahren noch beeindruckend. Diese Hügel sind nicht natürlich gewachsen, sondern aus Lehmziegeln erbaut. Oben auf der Zinne haben französische Archäologen einen Palast freigelegt, von dem Professor Schirinov sagt, dass es der Palast Alexanders sei. Als Alexander von Makedonien das Land erobert hatte, baute er einen Palast 40 mal 40 Meter, mit Gottheiten und Ornamenten bemalt. Typisch für das griechisch-baktrische Reich. In diesem Palast soll Alexander seinen treuesten Freund und talentiertesten Militär Kleitos getötet haben. Kleitos beschwerte sich an einem feuchtfröhlichen Abend über Alexanders Art, die eroberten Völker seinen Makedonen, die sich etwas Besseres dünkten, gleichzustellen. Darüber geriet Alexander so in Wut, dass er einen Speer nach Kleitos warf und ihn aus Versehen tödlich traf. Fast hätte Alexander sich im Schmerz selbst getötet. Tagelang versank er in tiefe Trauer. Die Wände des Palastes zeigen kostbare Wandgemälde. Eine diplomatische Delegation fremder Könige. An den Höfen Baktriens herrschte Weltoffenheit und kultivierter Austausch mit aller Welt. Alexanders Truppen zogen kreuz und quer durch das goldreiche Baktrien. Auf dem Weg nach Süden, zum legendären Goldfluss Oxus, finden wir seine Spuren. Vom Flugzeug aus entdeckte ein usbekischer Archäologe dieses Bauwerk, eines von Alexanders vielen eisernen Toren. Zwischen Taschkent und Termes in den Pamir-Ausläufern versperrt diese Wallanlage den einzigen Pass. Der Wall war ursprünglich eine hohe, rechteckige Mauer aus Lehmziegeln und Steinen, nicht unähnlich der chinesischen Mauer. Die eisernen Tore, die Mauern, Wälle, selbst eiserne Vorhänge. Sie sollen immer vor dem anderen, dem Fremden, schützen. Im Lauf der Geschichte zeigt sich aber, dass das andere immer auch ein Teil von uns selbst ist. In Usbekistan ist Alexander immer noch gegenwärtig, als sei es erst wenige Jahre her, dass er hier vorbeikam. Geschichten kursieren, wie die von schönen, stolzen Männern mit dunklen, lockigen Bärten und blauen Augen, den Söhnen Alexanders in den Bergschluchten. Vor allem aber lebt Alexander in der Legende, die besonders die Frauen mögen. Es soll irgendwo in der Nähe von Samarkand gewesen sein, dass Alexander die Tochter eines baktrischen Fürsten sah,
die 13-jährige Prinzessin Roxane. Er war von ihrer Schönheit so angetan, dass er sie sofort zur Frau nahm. Und er befahl 10.000 seiner Soldaten, auch Frauen des Landes zu ehelichen. Wir sind auf den Spuren Alexanders, seiner Soldaten und deren Nachkommen. Aber die politische Gegenwart hindert uns. Kein Weiterkommen von Usbekistan in Richtung Afghanistan. Hier auf dem Kampir Tepe stehen wir an den Grenzen, die Krieg bedeuten. In der Ferne das Ufer des Amu Darya. Als Oxus war er einst Lebensader Baktriens und die Verbindung zwischen den Reichen. Heute eine unüberwindliche Grenze. Der Blick schweift über die Ebene des geheimnisvollen Goldflusses. Ein Geheimnis hat er preisgegeben. Den weltberühmten Oxus-Schatz. Ein Hortfund aus der Zeit Alexanders. Im letzten Jahrhundert abenteuerlich aus dem Schlamm geborgen, geraubt, verkauft, heute in London. Auch der Oxus-Schatz trägt Botschaften seiner Schöpfer. Langsam entschlüsseln die Wissenschaftler den Nachrichtencode versunkener Welten. Der Schatz weist auf Verbindungen zu den Skythen. Wir suchen Antworten im Museum in Termez. Geschlossen. Ausnahmezustand im Kriegsgebiet. Wir dürfen aber in das Depot des Museums. Hier finden wir endlich Beweise für einen griechischen Staat, der isoliert in Zentralasien fortbestand. Typische Ornamentik, das Akanthusblatt. Deutliche Zeichen der griechischen Kunst. Die hellenistische Kultur, die mit Alexander kam, mischte sich mit den Kulturen des Ostens. Der Hellenismus, den wir als ureigenste europäische Erfindung sehen, ist mitgestaltet worden vom Osten. Die Gesichter der Figuren stammen aus verschiedenen Kulturen, wurden aber alle in Termes gefunden. Sie bezeugen die große Toleranz, die hier geherrscht haben muss. Am eindrucksvollsten ist unsere Entdeckung einer Buddha-Gestalt, die den Blitz des griechischen Zeus in der rechten Hand hält. Das Zeichen des zürnenden und streitbaren Gottes, der uns zurückführt zur Wirklichkeit unserer Tage. Kriegsgerät am Ufer des Oxus. Hier in Phayas Tepe, einem buddhistischen Kloster aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, wurden solche Buddha-Figuren gefunden. Heute dröhnt dort wieder moderne Kriegsmaschinerie. Im Gebiet der Stadt Termez, die von Alexander gegründet wurde. Ja, so versichern uns die Archäologen, Alexander war hier. An den Ufern des Oxus zeigen sich beide Gesichter des großen Alexanders. Wie er als Städtegründer berühmt ist, so auch als Feldherr und Kriegsführer. Dort, wo einst Alexanders Stadt zerstört wurde, ist heute wieder ein Schlachtfeld. Der Fluch des Krieges gilt noch. Die Lehmbauten erinnern an die Vergänglichkeit großer Reiche. Aus den Ruinen eines Krieges kommt nicht automatisch der Friede. Oft ist ein Schlachtfeld ein guter Platz für einen neuen Krieg. Die großen Imperien wollen sich schützen mit Wällen, Mauern und eisernen Toren. Die Chancen aber liegen im Austausch, im Tolerieren, im Kontakt mit dem anderen. Hier liegen die Scherben eines der mächtigsten Reiche, des römischen Imperiums. Die Trümmer von Öskus, ein Kastell an der unteren Donau. Auf der Tabula Peutingeriana aus dem 4. Jahrhundert, sozusagen der Autobahnkarte der Römer, finden wir alle Straßen des römischen Reiches. An der Donau entlang führt uns der Weg über die Kastelle Öskus und Novae nach Jatrus. Jatrus mag nur ein unscheinbares Kastell gewesen sein. Für die Archäologen ist es von unschätzbarem Wert. In seinen Ruinen bewahrten sich 3 Jahrhunderte Glanz und Untergang.
6.30 Uhr morgens. Arbeitsbeginn in der bulgarisch-deutschen Grabung in Krivina, einem kleinen Ort an der Donau in Nordbulgarien. Gerda von Bülow, Archäologin aus Berlin, leitet die Kampagne, die in vieler Hinsicht eine Ausnahme darstellt. So friedlich die Szene scheint, wir sind dennoch auf der Spur von Kriegszügen und Schlachten. Etappen des dramatischen Ansturms der Steppenvölker auf das Römische Reich enthüllen sich hier den Wissenschaftlern. Als Jatros gebaut wurde, im 4. Jahrhundert, waren das Reich in Bedrängnis, die Finanzen knapp, der Druck der Völkermassen aus dem Norden zunehmend. Kaiser Konstantin erneuerte und verstärkte den Donaulimes, der gegen die Barbaren schützen sollte. Das Kastell Jatros lag an der Flussmündung der Jantra in die Donau. Hier herrschte früher rege Kontroll- und Umschlagtätigkeit. Die Grabung umfasst das gesamte Gelände des Kastells, konzentriert sich aber auf verschiedene Forschungsprojekte. Das Sensationelle an Jatros ist, dass es im 6. Jahrhundert nach einem Hunneneinfall aufgegeben wurde und seitdem unter Schutt und Erde wie in einer Zeitkapsel verborgen geblieben war. Ein großes Glück für heutige Archäologen. Am Beginn jeder Kampagne führt Gerda von Bülow die Arbeiter zum Freilegen der Ruinen. Sie kommt seit annähernd 30 Jahren nach Bulgarien. Schon als Ostberliner Studentin war sie hier. Seit 1992 ist sie Grabungsleiterin des Deutschen Archäologischen Instituts. In Jatros liegt die Vergangenheit gleich unter der Oberfläche. Vergleichbare Orte, zum Beispiel am Rhein, waren in den besetzten Ländern immer wichtige Zentren, die zu Städten wuchsen. Antike Ursprünge verschwanden unter permanenter Besiedlung. Für die neuen Mitarbeiter, Archäologiestudenten aus Deutschland, gilt es, eine Übersicht über die Geschichte dieses römischen Legionslagers zu gewinnen. In der ersten Siedlungsperiode, als das Kastell gebaut wurde, gab es eine Straße, die vom Tor bis zum Zentrum des Kastells führte und an beiden Seiten von Säulenhallen flankiert war. Und wir sind jetzt im Moment in der Säulenhalle an der Südseite dieser Hauptstraße und werden jetzt mal zum Zentralgebäude weitergehen. Ein kurzer Gang zum Tor der Principia, dem Fahnenheiligtum der Garnison. Das Kastell ist so groß, dass trotz der vielen Jahre Forschungsarbeit noch immer nur ein Teil des Ganzen freigelegt ist. So zeigt der Versuch einer Rekonstruktion nur Teile der ursprünglichen Gesamtanlage. Aber für einen Moment gelingt es vielleicht, die Vorstellung zu vermitteln, so könnte es ausgesehen haben. Bemerkenswert ist die Qualität der verschiedenen Bauphasen des Kastells. Obwohl die erste und älteste äußerst sparsam konzipiert war, ist sie die solideste und haltbarste. Die Steine sind sorgfältig behauen und ineinander gefügt. Spätere Mauern wurden zunehmend schlechter und unsachgemäßer gebaut. Was war der Grund? Offensichtlich wurde das Lager ursprünglich von der Zentralgewalt unterhalten. Mit dem Niedergang der Macht, mit der Zunahme der Bevölkerung, versorgte sich das Lager mehr und mehr selbst aus der unmittelbaren Umgebung. Zum Beispiel auch mit Baustoffen und Steinen. Gerda von Bülow sucht nach Spuren römischer Steinbrüche in der Umgebung des Lagers. Das wären deutliche Zeichen eines entscheidenden Kulturwandels. Tatsächlich finden sich in den Kalkhügeln des südlichen Ufers deutliche Bearbeitungsspuren. Neugier, so sagt ein altes römisches Sprichwort, ist die Mutter der Weisheit. Gerda von Bülow findet das Fundament eines römischen Bauwerks, Teil der Kette von Befestigungen entlang der Donau, die den Limes bildeten. Dies war eine Anlege- und Kontrollstation für die Schifffahrt auf der Donau, die zu jenen Zeiten noch bis an die Kante der Hügel trat.
Große und kleinere Stationen, durch Straßen verbunden, sicherten das Ufer, die natürliche Grenze gegen die Skythen, Goten, Sarmaten, Awaren und Hunnen. Die großen Limeskastelle waren auch wirtschaftliche und kulturelle Zentren, die kleinen, wie Jatros, eher spartanische Kasernen. Ein Besuch in der Ausgrabung von Novae, dem nächstgrößeren Legionskastell. Deutlich ist die Pracht und der demonstrative Reichtum dieses Lagers zu erkennen. Grabungsleiter Tadeusz Sanowski aus Warschau liest aus der Stratigraphie dieselben Ereignisse heraus, die sich auch in Jatros nachweisen lassen. Dann kommen zwei größere Planierungsschichten und noch ein bisschen höher folgt eine nächste Zerstörungsschicht. Und ja, zerstört ja, wurde ja. Sie vielleicht bei den Hunnen ja, einfach. Ja. Das Kastell Novae blieb im Gegensatz zu Jatros besiedelt, wuchs heran und liegt heute großenteils unter der Stadt Swistow verborgen. Das Römische Reich prahlte noch mit den Insignien der Unbesiegbarkeit, als ein Sturm über die Donau hinwegfegte, hinein in die mühsam verteidigten Provinzen des Römischen Reiches. Die Völker des Nordens, die aus der Steppe kamen, drängten in das Römische Reich. Nicht zuletzt die siegreichen Reiterscharen von Attilas Hunnen. Reiche gehen selten nur in militärischen Niederlagen zugrunde. Ihr Untergang liegt oft in ihnen selbst. Als die Hunnen Jatros überrannten, war es vom Militär verlassen. Es hatte sich vom militärischen Zweckbau in ein ärmliches Dorf verwandelt. Im 6. Jahrhundert versank Jatros unter der Asche der großen Brände. Knochen und Scherben berichten von diesem langsamen Wandel, der stellvertretend für eine große zivilisatorische Veränderung steht. Die Alltäglichkeit der Funde führt uns zum ganz normalen Leben. Gerade dort liegen die Erklärungen für die schleichende Katastrophe, die zum Scheitern großer Reiche führte. Die Scherben zeigen Handelswege und Verbindungen in alle Winkel des Reiches auf und machen die Wandlungen der Organisationsstruktur der Römer ablesbar. Ein erstes Zeichen des Christentums auf einem Teller. Ein thrakisches Reiterstandbild, das vom vorchristlichen Glauben der Soldaten berichtet. Ein Stempel der ersten italienischen Legion auf einem Dachziegel. Teile des Puzzles, das, zusammengefügt, die Verflechtungen und Strukturen zeigt, die zum Untergang führten. Als das Kastell zuletzt von Attilas Hunnen überrannt wurde, war es nicht mehr zu kämpfen gekommen. Skelette sind selten. Dieser Mann, der eines natürlichen Todes starb, wurde lange vor diesen kriegerischen Zeiten bestattet. Die Kette der kleinen, scheinbar unscheinbaren Funde führt zum Verständnis der großen Bewegungen der Zeit. Es sind keine Schatzfunde, aber ihr Wert liegt in der Erkenntnis über die Menschen und ihr Verhalten. Gerda von Bülow arbeitet in einer Region, die für die westliche Archäologie bisher unerreichbar war, deren wechselvolle Geschichte aber viel über uns verrät. Jatros spiegelt den Machtverlust des Reiches damals und den dann folgenden Wandel der Kulturen. Die Münze zeigt den Gründer des Kastells, Kaiser Konstantin. Mit einer Militärreform hatte er noch einmal versucht, den Donaulimes zu stärken. Aber in den 300 Jahren, die Jatros bestand, wurde der Ansturm der Steppenvölker immer heftiger. Dieser Reiterhelm zeigt Spuren der Kämpfe, die an diesem abgelegenen Ort Teil der großen Auseinandersetzung waren. Das Aufeinanderprallen von Zivilisation und Wildnis. Kultur und Natur hatten an dieser Auseinandersetzung ebenso teil. Davon zeugen diese Hügel. Das Land an der Donau muss früher dicht bewaldet gewesen sein. Doch der Holzbedarf der Kastelle hat hier, ähnlich wie in der Waldsteppe der Ukraine und im gesamten Mittelmeerraum, zur Verödung beigetragen. Archäobiologische Verfahren können die antiken botanischen Lebensbedingungen darstellen.
Aus der Brandasche werden Getreide, Pflanzen und Baumsamen herausgewaschen, die präzise Vorstellungen der früheren Bewaldung der Landschaft zulassen. Die Biologin und die Archäologin aus Berlin suchen vor Ort nach Spuren von Verkarstung und Umweltzerstörung. Auch hier gehen die Interessen von Archäologie und Umweltschutz in dieselbe Richtung. Was wird denn von unseren Eingriffen in die Natur bleiben? Haben wir eine Chance, die Zukunft besser zu gestalten, wenn wir die Botschaften aus der Vergangenheit verstehen? Deutsche Archäologen hinter dem einstigen eisernen Vorhang. Die weißen Flecke der Landkarte füllen sich. Zum ersten Mal ist es hier einem westlichen Team gelungen, Archäologie aus der Luft zu betreiben. Schliemanns Erben finden neue Perspektiven. Die Geschichte des Ostens wird wieder Teil des europäischen Selbstverständnisses. Das Zusammenkommen von Kulturen, die lange und immer wieder getrennt waren, fordert auch uns heute heraus. Unsere Suche nach den Spuren von Kriegszügen und Schlachten öffnete den Blick auf Zusammenhänge, die lange vergessen waren. Da liegt Jatros, Teil des römischen Limes. Wie die Wallanlage von Gelonos in der Ukraine, wie Alexanders eiserne Tore in Usbekistan, Bollwerke gegen das Fremde, das Andere. Vielleicht verhelfen Schliemanns Erben uns zu der Erkenntnis, dass Untergang und Scheitern seltener von außen als von innen kommt? Schliemanns Erben haben heute den ganzen Planeten als Forschungsgebiet. Dieser Planet, unser Planet, hält Antworten für uns bereit, wenn wir die richtigen Fragen stellen. Professorin aus Hamburg sammelt Beweise für eine alte Überlieferung, die unser Bild von den kriegerischen Reitervölkern des Ostens ändern wird. Aber häufig findet sich zunächst nur dies, Bombensplitter. Die Erde ist übersät mit Kriegsspuren aus den Schlachten mehrerer Jahrtausende. Bombensplitter? Ja. Und immer besteht Gefahr, auf noch scharfe Munition zu treffen. Seit der Zeit der Skythen wurden die Gräber durchwühlt und ausgeraubt. Die Skythen galten als unbesiegbares Volk, das in furchterregenden Scharen zu Pferde mit Pfeil und Bogen aus dem Osten kam und die Zivilisationen des Westens überrannte. Aus der Luft sind die Grabhügel am dunkleren Bewuchs zu erkennen. Aus diesen Gräbern stammt es, das Gold der Skythen. Das Gold hat über die Jahrtausende seinen Wert behalten und seinen Mythos von Beständigkeit, Wohlstand, Glück. Eine Hochzeit im Herzen der Ukraine. Die ausgelassene Gesellschaft fährt, wie es schon immer üblich war, auf diesen hochgelegenen Platz über der Ebene. Von hier aus kann man weit über die Steppe und in die Zukunft sehen. Skythien. Einst das Land sagenumwobener Reiterkrieger, heute seit dem Zerfall des Sowjetimperiums die Ukraine. Hier auf dem Hochplateau über der fruchtbaren Flussebene liegt das kleine Dorf Belsk, inmitten einer gewaltigen, rätselhaften Wallanlage. Zwei große Vorburgen, die West- und die Ostfestung, beherrschen die Ebenen. Eine Landschaft sanfter Hügel und großer Stille, voller Geheimnisse. Ein Rätsel verbirgt sich zwischen den weit geschwungenen Hügeln des Federgrases. Merkwürdige, riesenhafte Wälle. Bauwerke von Menschenhand? Im 5. Jahrhundert vor Christus berichtet Herodot von einem Volk im Norden des Schwarzen Meeres, das auf Pferden und in Wohnwagen lebe und dennoch eine gewaltige Stadt gebaut habe, Gelonos genannt. Diese Stadt befände sich im Lande der Budinen. Das ist ein unmittelbarer Nachbarstamm der Skythen. Und bewohnt würde sie von den Gelonen. Und diese Gelonen würden sich sehr unterscheiden von ihrer Umgebung.
Sie hätten eine große Stadt gebaut mit 30 Stadien hölzernen Mauern. In der Stadt gäbe es eine große Zahl von Altären. Man würde sich dort dionysischen Kulten hingeben. Die Skythen. Noch ist der Verteidigungsgraben am Fuße der Stadtbefestigung zu erkennen. Die Höhe und Größe der Stadtmauer ist auch nach 2500 Jahren noch beeindruckend. Diese Hügel sind nicht natürlich gewachsen, sondern aus Lehmziegeln erbaut. Oben auf der Zinne haben französische Archäologen einen Palast freigelegt, von dem Professor Schirinow sagt, dass es der Palast Alexanders sei. Als Alexander von Makedonien das Land erobert hatte, baute er einen Palast 40 mal 40 Meter, mit Gottheiten und Ornamenten bemalt. Typisch für das griechisch-baktrische Reich. По легендам, будто бы Александр Македонского в одном из пиршеств здесь поссорился. In diesem Palast soll Alexander seinen treuesten Freund und talentiertesten Militär Kleitos getötet haben. Kleitos beschwerte sich an einem feuchtfröhlichen Abend über Alexanders Art, die eroberten Völker seinen Makedonen, die sich etwas Besseres dünkten, gleichzustellen. Darüber geriet Alexander so in Wut, dass er einen Speer nach Kleitos warf und ihn aus Versehen tödlich traf. Fast hätte Alexander sich im Schmerz selbst getötet. Tagelang versank er in tiefe Trauer. Die Wände des Palastes zeigen kostbare Wandgemälde. Eine diplomatische Delegation fremder Könige. An den Höfen Baktriens herrschte Weltoffenheit und kultivierter Austausch mit aller Welt. Alexanders Truppen zogen kreuz und quer durch das goldreiche Baktrien. Auf dem Weg nach Süden zum legendären Goldfluss Oxus finden wir seine Spuren. Vom Flugzeug aus entdeckte ein usbekischer Archäologe dieses Bauwerk, eines von Alexanders vielen eisernen Toren. Zwischen Taschkent und Termes in den Pamir-Ausläufern versperrt diese Wallanlage den einzigen Pass. Der Wall war ursprünglich eine hohe, rechteckige Mauer aus Lehmziegeln und Steinen, nicht unähnlich der chinesischen Mauer. Die eisernen Tore, die Mauern, Wälle, selbst eiserne Vorhänge. Sie sollen immer vor dem anderen, dem Fremden, schützen. Im Lauf der Geschichte zeigt sich aber, dass das andere immer auch ein Teil von uns selbst ist. In Usbekistan ist Alexander immer noch gegenwärtig, als sei es erst wenige Jahre her, dass er hier vorbeikam. Der Raubgräbergang wird freigelegt. Er glaubt, dass die Grabräuber schon in skythischer Zeit eingedrungen sind. Diese Räuber lebten gefährlich, denn es war nicht einfach, in die großen Kurgane einzudringen. Immer bestand die Gefahr, dass die Gänge einstürzten. Darum finden sich in diesen Schächten oft kostbare Funde, allerdings nicht selten zusammen mit Gebeinen. Skythengold, von den Raubgräbern übersehen. Es ermöglicht die Datierung dieses Grabes, berichtet aber auch von den Menschen, ihren Wünschen, ihren Träumen. Im Lager werden die neuen Entdeckungen ausgewertet. Die Informationen, die sie übermitteln, sind wichtiger als der Wert der Edelmetalle. Die Erde um Belsk birgt eine Fülle von Fundstücken. Schwerter, Schmuck, aus Griechenland importierte Keramik. Und auffallend, immer wieder Hinweise auf Pferde und dreiflügelige Pfeilspitzen von erstaunlicher Perfektion. Die Waffe der Reiterkrieger. Das Pferd spielte eine so überragende Rolle, dass die besten Pferde samt Pflegepersonal und Stallmeister den Skythen ins Grab gegeben wurden.
Diese Schale aus einem Fürstengrab lässt noch etwas von der hohen Kultur der Steppenvölker erahnen. Das versunkene Skythenreich lebt in diesen Kunstwerken weiter. Die Stutenmelker werden mit großer Zuneigung und Detailfreude dargestellt. Die Gesichter scheinen vertraut. Und bis zur feinsten Verzierung lernen wir die Pfeil- und Bogenköcher kennen, ihre wichtigste Ausrüstung. Das goldene Pektorale. Ein Brustgehänge aus dem 4. Jahrhundert vor Christus wurde im Grabhügel einer skythischen Fürstenfamilie gefunden. Die Wissenschaftler staunen vor allem über die Erzählkunst der unbekannten Goldschmiede. Über den üppigen Pflanzenornamenten wird der beschauliche Alltag der Stutenmelker dargestellt. Darunter bedrohliche, mystische Szenen, blutrünstige Greife und Fabeltiere. Für die Skythen gehörte die Grausamkeit der Natur zum Leben. Der Tod gehört zum Leben. Unmittelbar neben der riesigen Wallanlage liegt ein Stück schwarzverbrannter, umgewühlter. Im 5. Jahrhundert vor Christus berichtet Herodot von einem Volk im Norden des Schwarzen Meeres, das auf Pferden und in Wohnwagen lebe und dennoch eine gewaltige Stadt gebaut habe, Gelonos genannt. Diese Stadt befände sich im Lande der Budinen. Das ist ein unmittelbarer Nachbarstamm der Skythen. Und bewohnt würde sie von den Gelonen. Und diese Gelonen würden sich sehr unterscheiden von ihrer Umgebung. Sie hätten eine große Stadt gebaut mit 30 Stadien hölzernen Mauern. In der Stadt gäbe es eine große Zahl von Altären. Man würde sich dort dionysischen Kulten hingeben. Die Skythen, ungezähmte, todbringende, berittene Horden. Schreckliche Bedrohung für die zivilisierten Städte der Antike. Sie sollen diese gewaltige Stadtanlage gebaut haben? Zum ersten Mal ist es möglich, die unvorstellbare Größe der Festungsanlage vom Hubschrauber aus wenigstens zu erahnen. An der Westfestung erhebt sich der Wall 8 Meter hoch. Eine 7 Meter hohe Holzkonstruktion krönte den Erdwall. Mit 33 Kilometer Länge um eine Fläche von 4000 Hektar muss es eines der größten Bauwerke der Zeit gewesen sein. Herodots Bericht ist kein Mythos. Boris Schramko, Archäologe aus Charkow, vertraute der Überlieferung und meinte, in Belsk die Stadt Gelonos gefunden zu haben. Die deutschen Archäologen wollen es nun beweisen. Unvorstellbare Mengen von Erde und Holz müssen bewegt worden sein. Von wem und wofür? Renate Rolle und ihr Mann Wilhelm Herz auf Kontrollgang im Auftrag der ukrainischen Bezirksregierung. Große Teile der Wallanlage sind von Landwirtschaft und Bauvorhaben der Kolchosen bedroht. An manchen Stellen hat der nachgewachsene Wald die Anlage überwuchert. Zum Glück, denn dort blieb sie gut erhalten. Aber zu Zeiten von Gelonos fiel die Waldsteppe den gewaltigen Baumaßnahmen zum Opfer. Allein für die Palisadenbefestigung wurden Unmengen von Bäumen gefällt. Vor 2500 Jahren schufen Menschen dieses gewaltige Bollwerk, um für den Krieg gerüstet zu sein, und verwandelten blühende Landschaften in öde Landstriche, ideale Schlachtfelder. Deutlich sichtbar, tagelang versank er in tiefe Trauer. Die Wände des Palastes zeigen kostbare Wandgemälde. Eine diplomatische Delegation fremder Könige. An den Höfen Baktriens herrschte Weltoffenheit und kultivierter Austausch mit aller Welt.
Alexanders Truppen zogen kreuz und quer durch das goldreiche Baktrien. Auf dem Weg nach Süden zum legendären Goldfluss Oxus finden wir seine Spuren. Vom Flugzeug aus entdeckte ein usbekischer Archäologe dieses Bauwerk, eines von Alexanders vielen eisernen Toren. Zwischen Taschkent und Termes in den Pamir-Ausläufern versperrt diese Wallanlage den einzigen Pass. Der Wall war ursprünglich eine hohe, rechteckige Mauer aus Lehmziegeln und Steinen, nicht unähnlich der chinesischen Mauer. Die eisernen Tore, die Mauern, Wälle, selbst eiserne Vorhänge, sie sollen immer vor dem anderen, dem Fremden, schützen. Im Lauf der Geschichte zeigt sich aber, dass das andere immer auch ein Teil von uns selbst ist. In Usbekistan ist Alexander immer noch gegenwärtig, als sei es erst wenige Jahre her, dass er hier vorbeikam. Geschichten kursieren, wie die von schönen, stolzen Männern mit dunklen, lockigen Bärten und blauen Augen, den Söhnen Alexanders, in den Bergschluchten. Vor allem aber lebt Alexander in der Legende, die besonders die Frauen mögen. Es soll irgendwo in der Nähe von Samarkand gewesen sein, dass Alexander die Tochter eines baktrischen Fürsten sah, die 13-jährige Prinzessin Roxane. Er war von ihrer Schönheit so angetan, dass er sie sofort zur Frau nahm. Und er befahl 10.000 seiner Soldaten, auch Frauen des Landes zu ehelichen. Wir sind auf den Spuren Alexanders, seiner Soldaten und deren Nachkommen. Aber die politische Gegenwart hindert uns. Kein Weiterkommen von Usbekistan in Richtung Afghanistan. Hier auf dem Kampir Tepe stehen wir an den Grenzen, die Krieg bedeuten. In der Ferne des Ufer des Amstraße gelegen, Drehscheibe weitreichenden Handels und Verkehrs. Noch heute scheint Samarkand die goldene Stadt zu sein. Gold. Überall Gold. Gold. Seine Magie lockte aber immer auch Feldherren und Eroberer an. Probe für die 500-Jahr-Feier zu Ehren des großen Staatsmannes und Gelehrten Ulugh Beg. In den Gesichtern der Jugendlichen spiegelt sich die Vielfalt all der Kulturen, die sich einst hier vermischten. Auch auf Alexander muss die Magie des Ortes gewirkt haben. Denn in Marakanda wurde aus dem Kriegsherrn ein einfühlsamer Vermittler. Hier nahm er die Sitten der Eroberten an. Inmitten der modernen Stadt, hinter der Gräberstraße Shah-i-Zinda, liegt ein leeres, verwüstetes Gebiet. Die Ruine Afrasiab. Wo heute Vieh gehütet wird, war die einstmals gewaltige Zitadelle des alten Marakanda. Die Akropolis, Hügel der Tempel und Paläste der antiken Stadt. Nächsten Morgen besuchen wir die Reste dieser gewaltigen Stadtanlage, die Alexander erobert und wiedererbaut haben soll. Die Akropolis Afrasiab ist trotz extremer Zerstörungen noch von außergewöhnlicher Höhe. Die Ursprünge dieser Befestigungsanlage stammen aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, also aus der Zeit, als die Skythen die Wallanlage von Gelonos erbauten. So erzählt uns Professor Schirinov, Direktor des Usbekischen Archäologischen Instituts Samarkand. Die Mauer war 15 bis 20 Meter hoch und 6 Meter dick. Sie umschloss das antike Stadtgebiet von 200 Hektar. Dieses Zentrum zentralasiatischer Zivilisationen war also nur ein Zwanzigstel so groß wie Gelonos. Der sieggewohnte Makedonier eroberte Marakanda erst beim zweiten Versuch, zerstörte es im Zorn und errichtete das neue Samarkand.
Noch ist der Verteidigungsgraben am Fuße der Stadtbefestigung zu erkennen. Die Höhe und Größe der Stadtmauer ist auch nach 2500 Jahren noch beeindruckend. Diese Hügel sind nicht natürlich gewachsen, sondern aus Lehmziegeln erbaut. Gefunden. Sie bezeugen die große Toleranz, die hier geherrscht haben muss. Am eindrucksvollsten ist unsere Entdeckung einer Buddha-Gestalt, die den Blitz des griechischen Zeus in der rechten Hand hält. Das Zeichen des zürnenden und streitbaren Gottes, der uns zurückführt zur Wirklichkeit unserer Tage. Kriegsgerät am Ufer des Oxus. Hier in Phayas Tepe, einem buddhistischen Kloster aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, wurden solche Buddha-Figuren gefunden. Heute dröhnt dort wieder moderne Kriegsmaschinerie. Im Gebiet der Stadt Thermes, die von Alexander gegründet wurde. Ja, so versichern uns die Archäologen, Alexander war hier. An den Ufern des Oxus zeigen sich beide Gesichter des großen Alexanders. Wie er als Städtegründer berühmt ist, so auch als Feldherr und Kriegsführer. Dort, wo einst Alexanders Stadt zerstört wurde, ist heute wieder ein Schlachtfeld. Der Fluch des Krieges gilt noch. Die Lehmbauten erinnern an die Vergänglichkeit großer Reiche. Aus den Ruinen eines Krieges kommt nicht automatisch der Friede. Oft ist ein Schlachtfeld ein guter Platz für einen neuen Krieg. Die großen Imperien wollen sich schützen mit Wällen, Mauern und eisernen Toren. Die Chancen aber liegen im Austausch, im Tolerieren, im Kontakt mit dem anderen. Hier liegen die Scherben eines der mächtigsten Reiche, des römischen Imperiums. Die Trümmer von Öskus, ein Kastell an der unteren Donau. Auf der Tabula Peutingeriana aus dem 4. Jahrhundert, sozusagen der Autobahnkarte der Römer, finden wir alle Straßen des römischen Reiches. An der Donau entlang führt uns der Weg über die Kastelle Öskus und Novae nach Jatrus. Jatrus mag nur ein unscheinbares Kastell gewesen sein. Für die Archäologen ist es von unschätzbarem Wert. In seinen Ruinen bewahrten sich drei Jahrhunderte Glanz und Untergang. ...6:30 Uhr morgens. Arbeitsbeginn in der bulgarisch-deutschen Grabung in Krivina, einem kleinen Ort an der Donau in Nordbulgarien. Gerda von Bülow, Archäologin aus Berlin, leitet die Kampagne, die in vieler Hinsicht eine Ausnahme darstellt. So friedlich die Szene scheint, wir sind dennoch auf der Spur von Kriegszügen Alexanders geben. Münzen mit dem löwenhäuptigen Alexander belegen die Existenz eines griechischen Staates, der von seiner westlichen Heimat abgeschottet war. Das schien lange so unglaubhaft, dass die griechische Kunst in Zentralasien sehr viel späteren römischen Einflüssen zugeschrieben wurde. Aber noch lange nach Alexander erhielten sich Gebiete griechischer Kultur mit griechischer Götterverehrung, wie dem Herakleskult in Asien. Typisch für diese Landschaft, durch die Alexander zog, ist die so vergängliche Lehmarchitektur. So finden sich kaum architektonische Nachweise von Alexanders Kriegszügen im goldreichen Baktrien, dem legendären Reich im Gebiet des heutigen Usbekistan. Der heiße Wind in der Surchandaria-Ebene legt die Scherben auf dem Siedlungshügel Jandaulat frei. Solche Hügel, 3.000 bis 4.000 Jahre alt, bestehen nur aus Zivilisationsmüll. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden deutsche Archäologen nach Usbekistan gerufen. Bei der usbekisch-deutschen Ausgrabung Jarkutan Tepe fand Dietrich Huff, Architekturhistoriker des Deutschen Archäologischen Instituts, aufregende Neuigkeiten. Unter den Mauern der 4000 Jahre alten geometrisch angelegten Siedlung entdeckte er große, runde Ecktürme einer Festung, die noch viel älter sein muss. Ein Beweis, dass die Kulturen Baktriens sehr früh schon hoch entwickelt gewesen sein müssen. Sie wurden zwar von Alexander erobert und geprägt, aber beeinflussten auch ihn maßgeblich.
Der Einfluss des goldreichen Baktriens auf den Westen, auf das spätere Europa, begann mit der gegenseitigen Toleranz zwischen Eroberern und Eroberten. Baktrien ist ja ein iranisches Reich gewesen, also ein Teilreich mit iranischer Bevölkerung, das seinerzeit von Alexander erobert worden ist. Alexander ist also insgesamt in Baktrien, hat ganz Baktrien durchzogen, ist auch vermutlich durch diese Region gegangen und dann bis nach Sogdien, das ist das nordwestlich angrenzende Gebiet, gekommen, nach Samarkand. Er hat ja sehr viele Städte gegründet und diese Städte bekamen dann eine Garnison, eine, quasi einen Grundstock von griechischen Söldnern oder griechischen Soldaten, die hier geblieben sind, hier geheiratet haben, Familien gegründet haben. Und unter denen oder durch die ist dann dieses sehr interessante baktrische Reich entstanden. Sagenumwobenes Samarkand. Zur Zeit Alexanders war diese Stadt als das stolze, sinnenverwirrende, uneinnehmbare Marakanda berühmt. An der Seidenstraße gelegen, Drehscheibe weitreichenden Handels und Verkehrs. Noch heute scheint Samarkand die goldene Stadt zu sein. Hier auf dem Kampia Tepe stehen wir an den Grenzen, die Krieg bedeuten. In der Ferne das Ufer des Amudarya. Als Oxus war er einst Lebensader Baktriens und die Verbindung zwischen den Reichen. Heute eine unüberwindliche Grenze. Der Blick schweift über die Ebene des geheimnisvollen Goldflusses. Ein Geheimnis hat er preisgegeben. Den weltberühmten Oxus-Schatz. Ein Hortfund aus der Zeit Alexanders. Im letzten Jahrhundert abenteuerlich aus dem Schlamm geborgen, geraubt, verkauft, heute in London. Auch der Oxus-Schatz trägt Botschaften seiner Schöpfer. Langsam entschlüsseln die Wissenschaftler den Nachrichtencode versunkener Welten. Der Schatz weist auf Verbindungen zu den Skythen. Wir suchen Antworten im Museum in Termes. Geschlossen. Ausnahmezustand im Kriegsgebiet. Wir dürfen aber in das Depot des Museums. Hier finden wir endlich Beweise für einen griechischen Staat, der isoliert in Zentralasien fortbestand. Typische Ornamentik, das Akanthusblatt, deutliche Zeichen der griechischen Kunst. Die hellenistische Kultur, die mit Alexander kam, mischte sich mit den Kulturen des Ostens. Der Hellenismus, den wir als ureigenste europäische Erfindung sehen, ist mitgestaltet worden vom Osten. Die Gesichter der Figuren stammen aus verschiedenen Kulturen, wurden aber alle in Termes gefunden. Sie bezeugen die große Toleranz, die hier geherrscht haben muss. Am eindrucksvollsten ist unsere Entdeckung einer Buddha-Gestalt, die den Blitz des griechischen Zeus in der rechten Hand hält. Das Zeichen des zürnenden und streitbaren Gottes, der uns zurückführt zur Wirklichkeit unserer Tage. Kriegsgerät am Ufer des Oxus. Hier in Phayas Tepe, einem buddhistischen Kloster aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, wurden solche Buddha-Figuren gefunden. Heute dröhnt dort wieder moderne Kriegsmaschinerie. Im Gebiet der Stadt Termes, die von Alexander gegründet wurde. Ja, so versichern uns die Archäologen, Alexander war hier. An den Ufern des Oxus zeigen sich beide Gesichter des großen Alexanders. Wie er als Städtegründer berühmt ist, so auch als Feldherr und Kriegsführer. Dort, wo einst Alexanders Stadt zerstört wurde, ist heute wieder ein Schlachtfeld. Der Fluch des Krieges gilt noch. Die Lehmbauten erinnern an die Vergänglichkeit großer Reiche. Sie galten als unbesiegbares Volk, das in furchterregenden Scharen zu Pferde mit Pfeil und Bogen aus dem Osten kam und die Zivilisationen des Westens überrannte. Aus der Luft sind die Grabhügel am dunkleren Bewuchs zu erkennen. Aus diesen Gräbern stammt es, das Gold der Skythen. Das Gold hat über die Jahrtausende seinen Wert behalten und seinen Mythos von Beständigkeit, Wohlstand, Glück.
Eine Hochzeit im Herzen der Ukraine. Die ausgelassene Gesellschaft fährt, wie es schon immer üblich war, auf diesen hochgelegenen Platz über der Ebene. Von hier aus kann man weit über die Steppe und in die Zukunft sehen. Skytien, einst das Land sagenumwobener Reiterkrieger, heute seit dem Zerfall des Sowjetimperiums die Ukraine. Hier auf dem Hochplateau über der fruchtbaren Flussebene liegt das kleine Dorf Belsk, inmitten einer gewaltigen, rätselhaften Wallanlage. Zwei große Vorburgen, die West- und die Ostfestung, beherrschen die Ebenen. Eine Landschaft sanfter Hügel und großer Stille, voller Geheimnisse. Ein Rätsel verbirgt sich zwischen den weit geschwungenen Hügeln des Federgrases. Merkwürdige, riesenhafte Wälle. Bauwerke von Menschenhand? Im 5. Jahrhundert vor Christus berichtet Herodot von einem Volk im Norden des Schwarzen Meeres, das auf Pferden und in Wohnwagen lebe und dennoch eine gewaltige Stadt gebaut habe, Gelonos genannt. Diese Stadt befände sich im Lande der Budinen. Das ist ein unmittelbarer Nachbarstamm der Skythen. Und bewohnt wurde sie von den Gelonen. Und diese Gelonen würden sich sehr unterscheiden von ihrer Umgebung. Sie hätten eine große Stadt gebaut mit 30 Stadien hölzernen Mauern. In der Stadt gäbe es eine große Zahl von Altären. Man würde sich dort dionysischen Kulten hingeben. Die Skythen, ungezähmte, todbringende, berittene Horden, schreckliche Bedrohung für die zivilisierten Städte der Antike. Sie sollen diese gewaltige Stadtanlage gebaut haben? Zum ersten Mal ist es möglich, die unvorstellbare Größe der Festungsanlage vom Hubschrauber aus wenigstens zu erahnen. An der Westfestung erhebt sich der Wall 8 Meter hoch. Eine 7 Meter hohe Holzkonstruktion krönte den Erdwall. Mit 33 Kilometer Länge um eine Fläche von 4000 Hektar muss es eines der größten Bauwerke der Zeit gewesen sein.